Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in den Vereinigten Staaten. Yay! Rebel Yell, Namen, den man nicht wiedersehen wird. Das heißt ab jetzt nur noch Rebel Bourbon. Kentucky Straight Bourbon Whisky finished in Cognac Barrels. Definitely smooth, wheated Bourbon. Limited, defiantly, nicht definitely. Defiantly ist denn da widerspenstig. So, die Flasche wurde extra für Europa gemacht. Da gibt es insgesamt 6000 Flaschen. Whiskey Base Nummer 164858. Presskorken, alles okay. Ich habe 36,90 € bezahlt. Es gab es momentan nur bei horsewhisky.de und auch dann bei Whiskey Dram NL. So, schauen wir mal. 45%, das ist der ganz normale Rebel Yell. Ein Wheated Whisky. Was heißt Wheated? Bei Bourbon ist es so anders als bei Single Malt. Das Single Malt ist 100% gemälzte Gerste. Und bei Bourbon muss es mindestens 51% Mais sein. Meistens nicht gemälzte Mais, sondern normale Mais, den man Futtermais nennen könnte für die Tiere und so weiter. Und dann kommt häufig gemälzte Gerste, 10%. Oder 20, je nachdem. Und dann dazwischen kann man auch natürlich mit Roggen arbeiten oder Weizen. Und was ich das vergleichen möchte, ist ein anderer berühmter Weizen-Whisky, Wheated Whisky. Ich hätte den Weller nehmen können, aber das wäre ein unfairer Vergleich. Das ist das gleiche wie Pappy Van Winkle. Aber ich habe stattdessen hier die Flasche gehabt, getan, gemacht und. Ja, das ist peinlich. Es war hinter meinem Stuhl, nicht neben meinem Stuhl, wie ich das hingestellt habe. Ich habe hier Maker's Mark, Kentucky Straight Bourbon, Handmade Whiskey. Natürlich werden auch da Geräte dafür benutzt. Hier habe ich allerdings einen Schaub. Verschluss und wir sind ungefähr 8 € billiger. Hier für 0,7 Liter Flasche. Das Besondere immer wieder hier, also du wirst nirgendwo bei Whisky sehen, dass irgendwie Whisky-Wachs runtertropft, egal welche Farbe, denn dort kommt Maker's Mark und verklagt einem. Also, weil die haben ein Patent da drauf, also alles an runtertropfenden Wachs, denn dort bei Whisky ist dann patentiert. Das ist ein Markenschutzrecht. Und die haben bisher nur wegen rote Wachs geklagt, aber denen gehört laut Eintragung Intellectual Property nichts mit Rot, sondern alles. Deshalb. So, was wir hier haben, ist das Problem: Rebel Yell ist jetzt nicht mehr eine politisch korrekte Statement. Confederacy, also Südstaaten, Unterdrückung, Sklaverei, obwohl das ist hier einfach mal eine Sache, denn deshalb haben sie Rebel Whiskey genommen. Und jeder kann ein Rebell sein. Aber Rebel Yell, und nein, der Sänger war nicht der Erste, der das gemacht hatte, sondern wurde tatsächlich in 1859, glaube ich, das erste Mal jetzt hier destilliert, weit bevor Billy Idol überhaupt geboren wurde. So, wir schauen einfach farblich das so an. Die tun sich echt nicht sehr viel. Wenn ich sagen müsste, wäre der Maker's Mark ein Tick dunkler. Rebel Yell ist eine Marke. Marke bedeutet, es gibt keine Rebel Yell Distillery. Und wenn man darauf hier schaut, dann gibt es eine Distillery, der neu gebaut wurde vor 2 Jahren. Das ist Lexrow. Lexrow ist eine unabhängige Firma und die haben tatsächlich dort in Kentucky eine eigene Distillery gebaut. Aber die haben noch kein Produkt auf den Markt gebracht. Also Kentucky Straight Bourbon heißt mindestens 4 Jahre. Wenn es unter 4 Jahre wäre, zwischen 2 und 4, würde man das hier draufschreiben müssen, wie alt das ist. Also von daher gehen wir davon aus, dass es mindestens 4 Jahre ein gesourcetes Produkt ist. Das von Maker's Mark? Ist das denn vom Heaven Hill? Ist das Buffalo Trace? Wild Turkey? Es gibt so viele Möglichkeiten, denn da nicht. So von daher, wenn man da auf rebelyellbourbon.com, also gerne 1849, Chaka, ist das erste Mal, wo es der Original Wheated Whisky gab. So, genug erzählt. Eine sehr frische Nase für ein Bourbon.
Also Bourbon sollte leicht Zimtnoten, Bourbon sollte hier Holz sein, Bourbon sollte Braunzucker sein, Bourbon sollte vielleicht Tabakblätter und so weiter. Aber hier erstens durch den Wheated, also Weizenanteil, und auch durch den Cognac-Anteil bekommt es einen wesentlich weicherer, süßerer Moment. Gefällt mir auf den ersten Anhieb gut. Wirkt leicht alkoholisch. Gehen wir rüber hier. Neutralisiere meine Nase mit dem eigenen Geruch. Gehen wir zu Maker's Mark. Oh, viel mehr Butterscotch, viel mehr Toffee. Wow. Also einen so einen krassen Unterschied hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Der wirkt ein leicht säurer Moment im Vergleich zu der Maker's Mark. Der sehr Butterscotch. Also, wow. Maker's Mark ist nicht mein Lieblingswhisky, muss ich ganz ehrlich bekennen. Allerdings, wenn man ihn blind verkostet, wird der ziemlich hoch bewertet immer wieder. Und das ist das Schöne, Interessante, dieser weiche Moment, der dabei ist. Im Herbst, also nach den Sommerferien, gibt es hier bei mir auf meinem Channel 2021 eine Mega Blind Bourbon Challenge. Wir werden, glaube ich, 18 verschiedene Bourbons nehmen und wir werden sie blind miteinander verkosten. 6, 6, 6. Und dann die jeweilige zwei Gewinner kommen dann in das Finale. Und da werden wir einfach mal schauen, welche Bourbons da gut mitmachen. Nicht ich entscheide, sondern ich habe Sample Sets. Und da wird auch die Community online live abstimmen und dann sehen wir, welche Buchstabe vorkommt und dann offenbare ich, welche Whisky dahinter sich verbirgt. Yeah! Und ich freue mich, dass ich auch ein Bourbon heute verkosten darf, denn oft habe ich Bourbons nicht mehr vor der Kamera, denn ich habe fast alles auf Bourbons, die ich in Deutschland bekommen kann, probiert oder verkostet oder ein Video dazu gedreht. Cheers! Interessant. Leicht, 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 leicht metallische Momente hinten raus. Prickelt. 45%, 45%. Kentucky Straight. Ich habe hier leichte Tannenharz. Also, The Bourbon Diaries, falls man die noch nicht kennt, tipp einfach oben ein Bourbon Diaries. Ah, da sind zwei Jungs hier in Deutschland. Und Rolf hat neulich hier einfach erzählt, dass er oft bei Bourbons einen gewissen Tannenharz-Moment bekommt. Und lange her, seitdem ich das hatte, aber hier habe ich es eindeutig hier gehabt. Würde ich der Cognac-Moment hier rausschmecken? Also ich würde gerne gleich nochmal hier meine Beschreibung mit der gut und schlecht mit der Hand hier machen. Cheers. Also zuerst kommt eine Fruchtigkeit, aber der ändert sich in eine leicht tannenharte Bitterkeit. Und dann am Ende bleibt einfach nie. Man merkt, ich bin ein bisschen kinetisch bedingt her, oder? Nicht begabt, sondern ich bin kinetisch. Ich muss ein bisschen in Bewegung sein, damit ich mir Sachen merken kann. Alles gut, aber es wird nicht unbedingt eine gute Bewertung her. Gehen wir rüber zu unserer Maker's Mark. Wow, also der Butterscotch-Moment ist echt einfach mal mächtig heute. Oder im Vergleich dazu. Bisschen runder. Aber auch hier habe ich eine leicht metallische Note am Ende. Muss dieser Weizenmoment sein für mich heute. Auch hier ist ein prickeliger Moment am Ende. Also, hier war. Also, der fängt hier besser an. Wow. Joa, also würde ich Weizen Wheaters erkennen blind? Ob ich wirklich noch so in der Übung bin, ist die Frage.
Ich habe viel, viel früher viel, viel mehr Bourbons im Glas gehabt. Jetzt bin ich ein bisschen mehr bei Irish und Scotch und ein bisschen Weltwhiskys unterwegs. Also ich probiere es nochmal. Einen Moment. An der Nase gewinnt der Maker's Mark definitiv. Preislich gewinnt der Maker's Mark auch definitiv unter 30 Euro, 36 Euro. Baut ab beim Finish, muss ich sagen. Okay. Leichte Bittermomente, leichte. Der hat einen Schraubverschluss. Ist leichte Korkmomente, würde ich sagen. Aber nicht ein verkorkter, sondern ein holziger Korkmoment. Trotzdem ist der ein Tick besser. Wenn ich in meiner Beschreibung bleibe, ich bin Dozent für Englisch, ich gebe Schulnoten 3, 3 minus. Preislich eher ein 3, eher ein 3 minus. 37 Euro für ein Bourbon ist viel Geld. Wenn ich einen Tipp gebe, für den Preis, nicht ganz, aber fast ist der Maker 46. Sehr, 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 sehr lecker, finde ich sehr gut. Und natürlich auch, was immer ein Verkaufsschlager ist, wenn man den findet, ist Four Roses Single Barrel. 50% lecker, lecker, lecker. Auch meistens um die 40 Euro. Ja, ich könnte so weitergehen, Rare Breed. Ich könnte weitergehen hier zu Wild Turkey 101. Ich könnte weitergehen zu verschiedenen Woodford Reserves und so weiter. Es gibt so viele tolle Whiskys da draußen, die in Kentucky hergestellt werden. Der Rebel Yale Cognac Fass gehört für mich irgendwie nicht dazu. Okay, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Meine Frage des Tages ist eins: Welche Bourbons kennt ihr in Cognac-Fässern oder welche amerikanischen Whiskys? Ich kenne nicht viele, also von daher erweite ich diese Frage aus. Welche anderen Whiskys kennt ihr, die in Cognac-Fässern gereicht wurden? Einige aus Irland kenne ich, zum Beispiel Teeling Revival. Und wenn es nicht Cognac ist, kann es auch Brandy sein. Denn Brandy ist einfach der generelle Begriff. Cognac ist der lokale geografische Begriff. Genau wie wir einfach mal Sekt haben und der Champagner ist der ein Begriff aus der einen Region. So, und falls du das nicht beantworten kannst, die letzte Frage ist, welche Whiskys kennt ihr mit politisch inkorrekten Namen? Rebel Yell ist politisch inkorrekt, heißt ab sofort Bourbon, Rebel Bourbon, und da ist einfach mal, das ist das Ding. Okay, bitte liken, bitte abonnieren, bitte immer wieder neu unten schauen, Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Dort wurde diese Flasche schon geteilt. Ich glaube, es gab 10 cl über. Diesen 10 cl kommen dann auf meine Sample-Liste. Und dann könnt ihr auch dann da was schauen, was hinter mir ist und vieles andere dann da. Alles gut, wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr und am Sonntag um 21 Uhr. Alles, alles Gute. Bis dahin, Whiskey Jason hier. Ciao.